Huge. Huge and Morgan. Morgan and Han. Ich kann mal was abholen. Was holst du jetzt ab? Nächste Herrscher, der Krümel. Na, vorzugsweise nicht mehr als ein Fuchs. Nee, das wäre nicht. Das ist ja schon super günstig. Schallwerk in dem Zustand, wie der Zolle, kostet ja schon noch nie fast. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich über die Preise noch nicht informiert. Naja, mach das mal, aber hey, das ist ganz schön alter Rom. Also, XTR kostet schon locker 130. Darf auch nichts T-Kobel sein. Ich bin da nicht so wählerisch. Ja, ja. Gut. Dann so, nehme ich Schloss mit. Ja, Schloss nehmen wir mit. Ja, und das Rainbow ist endlich fertig. Nach langem Aufbau hier getauscht, da getauscht, dort getauscht. Jetzt sind wir bei 170 Euro. Die Narbe hinten wurde nochmal komplett zerlegt, gereinigt, gefettet, gewartet. Tretlager ist neu. Schaltzug ist neu. Marathon Plus hinten, Sattel. Der Marathon XR vorne. Ein geniales Rad, fährt sich gut. Schönes Alltagsrad, das ist geworden. Hoffen wir, dass es schnell einen Käufer findet, der zu schätzen weiß. Also, ein XTR-Schalter haben wir heute schon geholt. Für Anouk. Yay! Ja. In echt schicken Zustand. Echt annehmbar. Und jetzt hole ich noch für mein neues Rad Bremsen. Ja, ja. Und zwar Brake Force One. Und ich hoffe sehr, die sind wirklich geil. Die sind zwar nicht für meine Gewichtsklasse geeignet unbedingt, aber schon für so einen leichten Aufbau, das wäre schon geil. Das wäre schon cool. Ja, doch, ja. Ich freue mich über das Schaltwerk, weil das ist richtig cool. Ja, jetzt ist ganz geil, dass Achim im Laden ist und dass wir ja nicht so zu zweit und so im Grunde genommen so dolle Kontakt miteinander haben sollen, wollen. Marlies schläft wieder. Der ist nicht anzufangen gerade. Das paar Nullen. Diese Instant, wisst ihr ja, schnelle Energie. Und dann fahre ich in Wedding hoch. So, mal. Ja. Moin. Oh, steht hier gut. Ja? Mütze, halt. Mütze. Also, da sind sie. Brake Force One. Ultra leicht. Das Z. Seid ihr so ein bisschen verhandelbar, auch wenn ich jetzt mir noch wünsche, dass da noch die Schutzfläche raufkommen oder sowas, oder sind die Preise also ganz abgedichtet? Die sind ganz dicht. Ja. Dicht wie eine fucking Magura. Ich hab so gar keinen Bock gerade auf so rumbasteln. Nee, das kann man ja machen, aber es kommt halt oben drauf dann. Ne? Also ja. Das ist halt kein Thema, wir bauen dir das Rad so wie du willst. Ja, ja. Aber das ist dann halt plus, also die Räder so wie sie dastehen, sind so wie sie dastehen. Ja. Nennt sich Fjord. Meine Güte. Kaufst du Fahrräder?
Besonderes, ja. Na guck mal, ich hab muss ja verkaufen, Hochgeld. Ist zu schade zum Verkaufen. So, mach mal easy. Das ist natürlich scheiße, ich hab gedacht, wir wird Sommer. Wie bitte? Da bist du ein halbes Jahr zu spät. Der Sommer dauert eh noch 2 Wochen, ey. Ja, vor einem halben Jahr 2 Wochen. Alles hat uns auch nicht tun, ne? Nee, das ist nicht für uns. Wir machen ja gar nicht mit Rennrädern so. Okay, vielleicht verkaufst du es auch gar nicht mehr. Ja. Nee, das ist Geld. Das ist eher hier vorne, der gar kannst du mal nach. Aber der Flug! Das ist Regen, wa? Nee, das ist die Mathematik. Nee, das ist ja, das eine. Nicht meine. Nee, nee. Na gut. Okay. Zu dünne Reifen für uns. Ja, danke. Hätte auch viel Feinreifen für hier. Ja. Weil die ganzen Hubbel, Bubbel und Bubble, Bubble, da ist eh immer Platz. Ja, genau. Und dann sehe ich die Leute mit solchen Dingern über die Bordsteigkanten hackeln, da mache ich meinen Arsch hoch. Ja, genau. Siehst du? Und will ich nicht eigentlich, ich habe das. Da gibt es so unkaputtbar, die gehen wirklich nicht kaputt. Doch, die gehen auch kaputt. Also, das sind auch nur Luftschläuche im Endeffekt. Ja, klar. Du so, ne? Schön Wetter, Walle. Walle? Walle, Walle, das zum Zwecke zum Wasser fließe, weißt du? Muss ja nach Hause tauchen, Alter. Nee, das war wirklich ja oben und tauchen. Ach so, ja, ist ja auch eine Regenjacke. Ja, jetzt hier. Ja. Das D-Karte hab ich. Aber der Name, den Namen nicht gelesen. Ich guck mich mal die Stütze. Also wenn das wenigstens ein Dreieck, ja.
Mann, ist der gleich. Ob so eine Gabel mit so einem langen Schaft. Ja, eigentlich muss ich hier oben stehen. Ich stand doch eigentlich hier an der Zeit oben. Ja, vorhin haben wir irgendwie damit gepumpt, wa? Ja. Dann danach passiert das nicht. Geklaut. Ja. Was ist da los? Nicht zu sauber. Hasselpack. Ist weg. Ja. Was ein Hasselpack. Wenn nicht hier drin liegt, irgendwo runtergefallen ist. Nee. Und da drin wird es ja wohl nicht sein. Nee. Ich stelle dich schon extra mal hier auf die erste Stufe hoch. Ja, okay. Nehmen wir das vom Decker. Einmal alles bitte. Die läuft da noch, die Kamera. Können wir Glück haben, dass der drauf ist, der hier. Ja. Naja, obwohl mit dem Licht hier, dem Nebenlicht. Wenn du auf der Stufe stand, dann. So, liebe Leute. Ich bin alleine. Eigentlich wollte Walle ja noch hier sein. Walle, ja, wenn du das siehst, du wolltest eigentlich mit mir hier das Fahrrad machen. Ja, na sag schon. Blockade. Der Tretlagerausbau. Den Tretlagerausbau. Jetzt bist du weg. Einfach so weg. Jetzt sind wir die Liebsten. Große Töne spucken. Nix dahinter. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was mit Walle los ist. Ich glaube, wir waren nicht so getroffen heute, habe ich den Eindruck gehabt. War damit eh mal. Ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Geht wieder aus. Meiner. Lagerringe. Ich setze mal die Lagerringe hier, weil das hier ist wie immer Kugeln rausgefallen. Da ist nichts zu löten. Habe ich einfach mal in die Verpackung gegriffen, neue Lagerringe genommen. Pump jetzt Fett drauf und setze sie ein, damit es mal weitergeht hier. Einfach ja nicht so lang schnacken. Einfach machen. Zack und tschüss. So, haben wir. Was aber noch nicht passiert ist, ist, dass hier sauber gemacht wurde. Das ist noch nicht passiert. Das müssen wir natürlich hier richtig sauber machen. Erstmal, ne? Das Innenleben. Das ist ja klar. Auf beiden Seiten. Sehr gut. Rinder mit.
Soße drauf. Und zu damit. Also, lange keine Königsklasse, lange nicht irgendwie was super geiles oder so, aber Fett ist drin und es läuft erstmal für ein, zwei Jahre. Und wenn nicht, holt man sich mal einen richtig guten Laufradsatz oder so, einen 24er, kann man ja auch machen. Ne? Das sind ja bei uns hier immer nur diese Basics, die wir schaffen, damit das Rad gut läuft. Erstmal und verbessern geht immer. Jetzt verzweifelt draußen versucht zu reparieren. Okay, Hammer. Das wird die Aufgabe morgen sein. Wenn der Lehrling kommt. Aber das hier. Hui. Und jetzt so, das ist gratis mit dabei, aber die Bremse mache ich nicht. Die lässt sich aber gar nicht mehr ziehen, also da los. Um Himmels Willen. Gut, Feierabend. Ich werde darüber nachdenken. Wir sehen uns morgen wieder. Macht den guten Sonnenschau, sagt der Tommel.